Wenn in München der Bayerische Filmpreis vergeben wird, dann strömt Deutschlands Schauspielerprominenz ins Prinzregententheater und trotz den winterlichen Temperaturen auf dem roten Teppich. Zu den großen Gewinnern des Abends zählt das Team der Flüchtlingskomödie Willkommen bei den Hartmanns. Die erfolgreichste Produktion des Jahres 2016 erhält den Produzentenpreis und gewinnt außerdem den Publikumspreis. Der aus dem Kongo stammende Belgier Eric Kabongo spielt darin einen Flüchtling aus Nigeria. Er hofft nun auf einen Karriereschub. Es ist wie ein Segen für mich. Als wir mit dem Projekt starteten, war das alles nicht absehbar. Für mich ist das einfach nur ein Segen. Und für Florian David Fitz hat der Film auch eine wichtige gesellschaftliche Botschaft. Bevor der Film rauskam, waren wir uns nicht sicher, ob das so ein großes Publikum finden würde. Weil man doch, wenn man manchmal ins Internet geguckt hat, das Gefühl hatte, dass sehr, sehr viele Leute was dagegen haben. Die haben dann geschrien, das sei geschrien, das sei Regierungspropaganda und sowas. Insofern bin ich ganz froh zu sehen, dass das doch nicht die Mehrheit ist, sondern nur eine laute Minderheit. Der Filmpreis Pierrot zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der deutschen Filmbranche. Groß gefeiert wird in diesem Jahr der Schweizer Charakterdarsteller Bruno Ganz. Er erhält den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten.